Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo aus der Chaosküche 51. Heute nicht am Mittwoch oder Samstag, wie ihr es normalerweise gewohnt seid, meine Rezeptvideos zu sehen, sondern einem Dienstag. Und der Grund dafür ist eine neue Kooperation ins Leben gerufen von Chaos Kitchen 51 in Verbindung mit der Facebook-Gruppe Friends of Chaos Kitchen 51. Das Thema dieser Kooperation ist leichte und gesunde Küche oder auch Low Carb. Und die ganze Kooperation läuft seit gestern und einschließlich bis kommenden Sonntag. Also schaut auch mal rein bei den anderen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Rezeptvideo zu dieser Kooperation. Bis bald, euer Tom. Ja, mein heutiger Beitrag zu unserer Kooperation ist ein Pita-Sandwich und die Zutaten seht ihr hier gerade im Bild. Und wir haben hier jetzt gleich mal die Kichererbsen, welche aus einer Dose sind. Hier gießen wir den Saft aus der Dose ab und reinigen die Kichererbsen unter fließend klarem Wasser. Also schön abspülen, damit ja, wie gesagt, der Geschmack irgendwie von diesem Wasser etwas abgeht. Ja, für unsere Panade, für unsere Putenstreifeln brauchen wir groben Pfeffer, grobes Meersalz und Sesamsaat. Und das Ganze geben wir in ein großes Gefäß. Ich habe hier so eine Plastikgefrierbox genommen, da macht sich das immer ganz gut drin. Dann vermengen wir diese Zutaten gut miteinander und geben dann anschließend unsere in Streifen geschnittenen Putenfilets hinzu. Und jetzt das Ganze gut mit dieser guten Mischung von Pfeffer, Salz und Sesam vermengen und damit das schön an dem Fleisch paniert ist halt, hängen bleibt. Ist Panade. Ah, und für unsere selbstgemachte Humuscreme kommt jetzt wieder unser Blitzhacker zum Einsatz. Ihr könnt natürlich auch einen Blender nehmen oder auch einen Mixer. Hier geben wir jetzt unsere abgebrausten Kichererbsen hinein. Anschließend die eingelegten Tomaten aus einem Glas. Ihr könnt natürlich auch welche aus der Dose nehmen. Aber es ist wie gesagt Geschmackssache. Ich mag halt diese eingelegten Tomaten, diese pürierten aus dem Glas ganz gerne. Ja, dann geben wir noch etwas Olivenöl hinzu. Nachdem wir das Öl hinzugegeben haben, lassen wir unseren Blitzhacker einmal auf vollen Touren ein paar Sekunden unsere leckeren Kichererbsen durchmengen, also eine richtig schöne homogene Masse entstehen kann. Ja, dann geben wir noch etwas frischen Zitronensaft hinzu, also so etwa eine Hälfte der Zitrone. Und etwas Salz. Und anschließend Deckel drauf und nochmal eine Runde kräftig durchmixen. Ja, und mein obligatorischer Geschmackstest darf natürlich auch in diesem Video nicht fehlen. Und ich muss einfach sagen, lecker, yummy, yummy. Ja, und unsere panierten Putenstreifen geben wir jetzt mit etwas Olivenöl, eingefettete Pfanne und braten sie von allen Seiten knusprig an. Lieben, jetzt sind wir auch schon fast am Ende dieses leckeren Rezeptvideos zu der Kooperation Leichte Küche, Gesunde Küche, Low Carb. Und unsere Pita-Brote schneiden wir natürlich in der Mitte auf. Nicht ganz aufschneiden, sondern bis zum Ende, so wie ihr das gerade seht, wie eine Muschel. Dann schmieren wir das Ganze mit unserem frisch gemachten Hummus von beiden Seiten gut ein, geben etwas von der frischen Salatmelange hinzu, einige Teile von unserem leckeren angebratenen Putenfilets. Und dann nochmal ein bisschen Hummus da drauf. Ja, und dann kann ich nur noch sagen, guten Appetit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lecker, 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 Schmecker. Und vergesst nicht, die anderen Kanäle, die bei dieser Kooperation dabei sind, anzuklicken und euch die Videos anzugucken. Morgen zum Beispiel kommt die liebe Alexandra von Alexandras Food Lounge. Und die ganze Kooperation geht noch bis einschließlich Sonntag. Weitere Rezeptvideos findet ihr natürlich auf meinem Kanal. Ich freue mich über euren Besuch. Und solltet ihr mich noch nicht abonniert haben und den Kanal und die Rezepte gut finden, dann freue ich mich natürlich über ein Abo von euch. Ja, jetzt kann ich nur noch sagen, viel Spaß mit den anderen Videos. Euer Tom.